Fresh Future. Die schönsten Models fotografieren oder am Bildschirm bearbeiten. Das könnt ihr als Fotograf oder Mediengestalter. Aber auch selbst aktiv werden, zum Beispiel als Visagistin oder Stylistin. Das alles sind Berufe, die in der Glamour-Welt von Werbeagenturen und Fotostudios beheimatet sind. Und das schauen wir uns heute an. Viel Spaß! Ladies and Gentlemen, this is the Remix! Hey, yo! Wenn ich mit dir arbeiten will, was für Eigenschaften muss ich mitbringen, damit das Ganze erfolgreich wird? Grundsätzlich ist es so, für mich ist immer das ganz Wichtigste, dass man sich der Sache komplett unterstellt. Ja, also ich bin mir selber am unwichtigsten. Mir geht es nur um den Job. Und diese Grundhaltung sollte man haben, wenn man hier mit mir erfolgreich arbeiten will. Muss man viel reisen, damit man in dem Beruf kreativ bleibt? Also es ist sicherlich gut, wenn man sich mit vielen Einflüssen beschäftigt, wenn man auch reist und vieles sieht. Das ist sehr, sehr hilfreich, ja. Wir sind 1985 hier in dieses Gebäude eingezogen, mit einer kleinen Teilanmietung. Das Gebäude wurde stillgelegt von der Firma Peter Uhren, die über 100 Jahre hier im Haus waren. Und für uns war es eine geniale Möglichkeit, denn wir konnten uns sukzessive ausweiten in diesem riesigen Areal, bis wir es dann irgendwann mal ganz angemietet hatten und dann 2009 beschlossen haben, es gesamt umzubauen und zu renovieren. Aber natürlich da, wo es möglich war, haben wir die alte Substanz gelassen und das macht jetzt heute auch den Reiz aus des Gebäudes, dieses moderne und historische Miteinander. Bei uns kann es gut sein, es ruft abends um 5 Uhr ein Kunde an und der braucht noch irgendwas und das muss am nächsten Morgen vorliegen. Und in diesem Verhältnis müssen dann auch alle Mitarbeiter und teilweise auch die Auszubildenden einfach mit die Stange halten und mitziehen. Und das ist ein Kriterium, das für uns sehr wichtig ist. Wir haben eine deutlich kürzere Infrastruktur wie in der Großstadt. Ich habe 10 Jahre ein Studio in Hamburg gehabt, ich weiß, wovon ich rede. Wenn ich am Freitagmittag in Hamburg beispielsweise auf die Schnelle einen Schal, eine Jacke, ein Accessoire brauche, dann geht es mindestens 3 Stunden. Das ist hier eine Sache von einer halben Stunde als Beispiel. Ich bin der Johannes und ich komme aus Österreich, aus Wien genau. Also gestern haben wir ca. 30 Teile geschossen, heute werden es auch 20 bis 30 sein und für den ganzen Katalog sind es ca. 400 bis 500 Teile, die hier durchgeschootet werden. Ich mache das seit 6 Jahren. Haben Sie denn einen bestimmten Typ Model, den Sie gerne fotografieren, wo Sie sagen, das sind mir die Liebsten? Ich selber fotografiere am liebsten Sportmodels, weil die einfach so was Lebendes mit sich bringen. Also Mode an sich ist nicht so sehr mein Steckenpferd, ich bin eher auf Sport. Wenn man im normalen Leben dann rausgeht, mal nicht bei einem Shooting ist, hat man die Kamera immer dabei? Ja. Das heißt, Sie fotografieren auch Landschaften? Genau. Wenn Sie sagen, das ist eine Berufung, dann kann ich mir vorstellen, dass das Leben doch schon sehr ausgefüllt ist mit Fotografie. Haben Sie da noch andere Hobbys? Ich fotografiere als Hobby und als Beruf. Das heißt, das war's dann. Vielen Dank. Das war's. Vanessa, was macht dir besonders viel Spaß daran? Am Make-up, ja, dass man die Schönheit von den Menschen einfach hervorheben kann, dass man auch einen Menschen in unterschiedliche Typen verwandeln kann. Einfach, dass ja, man kann seiner Kreativität freien Lauf lassen. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie lange lernt man, um überhaupt einen Menschen schön zu machen? Naja, es gibt unterschiedliche Schulen von ein paar Wochen über ein Jahr, aber ich denke, man lernt die Grundtechniken. Das meiste lernt man, wenn man es selber macht. Musik
in den letzten Zügen. In den letzten Zügen. Wird ja jetzt eher natürlich für das Aufbauen. Genau, wir haben gesagt, wir machen das eher natürlicher. Weg von der Bade, von dem Gestylten auf ein natürliches Outdoor, auf einen Outdoor-Look schlussendlich. Da würde ich gerne mit dir noch kurz die Reihenfolge besprechen. Ja. Einfach zur Sicherheit. Wir haben sie zwar schon eingeteilt, aber ich würde gerne mit dem Outfit starten. Das kannst du mal schnell bringen. Genau. Ich würde das Make-up dann einfach ein bisschen farblich anpassen, ein bisschen Rouge auf die Wangen bringen. Ja. Da kannst du den Lippenstift auch ein bisschen anpassen, dass wir nicht ganz natürlich sind. Ein bisschen würde ich unterstützen. Ja, ein bisschen. Ja? Stimmt denn das Klischee, dass Models täglich 2-3 Stunden Sport machen, nur Gemüse essen und ab 18 Uhr gar nichts mehr? Ich mache überhaupt keinen Sport seit 5 Jahren. Ich bin glücklich über meine Gene. Es würde sonst anders aussehen, sonst müsste ich tatsächlich viel Sport machen und hauptsächlich Gemüse essen. Aber das Klischee stimmt nur dann nicht, wenn tatsächlich die Anlagen nicht stimmen. Wie ist es denn mit um die Welt reisen? Was erlebt man denn alles? Lernt man tolle Menschen kennen oder ist es wirklich in der Modelbranche so, dass die Menschen arrogant sind, dass sie oberflächlich sind und dass einfach nur der Job erledigt werden muss? Nee, gar nicht. Also ich bin bisher nur mit super netten Menschen zusammengekommen. Ich habe viel erlebt. Es hat immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Nachfolgende Unternehmen haben Ausbildungsplätze zu vergeben. Das Spa- und Golfhotel der Öschberghof bietet ab 1. August 2014 folgende Ausbildungen an. Auszubildende Köchin oder Koch, Auszubildende Köchin oder Koch FHG, Auszubildende für das Restaurantfach, Auszubildende für das Restaurantfach FHG, Auszubildende für das Hotelfach, Auszubildende für das Restaurantfach mit Zusatzqualifikation. Die Zinsendorf-Schulen in Königsfeld bieten eine Vielzahl von Fachschulen. An den Berufsfachschulen Hauswirtschaft sowie Wirtschaft können Absolventen der 9. oder auch 8. Klasse in 2 Jahren die mittlere Reife erlangen. Staatlich geprüfte Erzieher bzw. Jugend- und Heimerzieher bekommen an der Fachschule für Sozialpädagogik eine fundierte Ausbildung. Anmeldung jederzeit. Red, red wine. Go to my head. Ist es so, dass man, wenn man andere Menschen schön macht und es auch lernt, mehr auf seine eigene Schönheit achtet? Ja, klar, man achtet natürlich schon auch drauf. Und woran erkenne ich jetzt, was genau der Mensch braucht? Woran erkenne ich, was für ein Make-up braucht er? Was ist das Besondere? Na, es kommt natürlich immer auf das Shooting an oder für was das jetzt benötigt wird. Ein Film-Make-up ist anders wie ein Make-up für Fotoshootings und dann natürlich, was für Ware präsentiert werden muss. Ob es eher dezent, natürlich oder eher ein bisschen glamouröser sein soll. Und ich habe das eben die Vanessa schon gefragt. Man achtet ja doch mehr auf sich, wenn man gerade in so einer Branche arbeitet, oder? Ja, natürlich. Also ich denke, das ist eine Leidenschaft. Das macht man von Herzen gern und ja. Kann ich das mit einem Hobby vergleichen? Ja, schon. Also würde ich bei mir schon sagen, dass es mein Beruf ist, mein Hobby auf jeden Fall. Wenn ich Stylistin lernen will, wie lange brauche ich dafür? Gibt es da eine spezielle Ausbildung? Wie nennt sich das? Da gibt es eine Stylistenausbildung. Ich habe allerdings Modedesign studiert und bin über die Schiene zu dem Beruf dann letzten Endes gekommen. Vanessa, du machst ein Praktikum hier. Magst du mir vielleicht ein bisschen erzählen, für was ist das Praktikum und warum gerade Südpol? Also das Praktikum ist für mein Studium. Ich studiere in Furtwangen Medieninformatik und da gehört dazu, dass wir für ein Semester, also 6 Monate, in Unternehmen gehen. Und ich finde es gut, dass man als Praktikant eben nicht irgendwie so Aufgaben nebenher nur bekommt, sondern auch gerade Sachen, die nachher an Kunden rausgehen und ja, man doch auch leichten Kundenkontakt schon hat. Also Teamwork ist sehr wichtig hier, weil man immer mit jemand anderem auch zusammenarbeitet und da ist es eben wichtig, dass man auch gut auf ihn zugehen kann und den anderen versteht, sodass nachher auch das rauskommt, was man erwartet. Lea, magst du mir vielleicht gerade kurz ein bisschen erklären, was das für eine Ausbildung ist und wie lang sie geht? Also die Ausbildung ist eigentlich Mediengestalter Digital und Print und unsere Fachrichtung ist hauptsächlich Technik und Gestaltung, genau. Und es geht in der Regel 3 Jahre. Und ich bin momentan im 2. Lehrjahr, das heißt, ich darf ein bisschen mehr machen, aber auch nicht so viel wie im 3. Lehrjahr.
Und so die Hauptbestandteile sind eigentlich Druck, wie gesagt. Wir sind hier in der Grafik und da müssen wir so Druck aufbereiten und sowas. Ja. Wie läuft denn das mit der Ausbildung genau ab? Ist es so ein Blockunterricht mit der Schule? Kannst du mir da ein bisschen so erklären? Also wir hier, wir gehen in Rottweil auf die Schule. Das heißt, man hat 1,5 Tage die Woche Schule, mal 2, mal 1 Tag. Es gibt aber auch, ich glaube in Stuttgart ist es so, dass man Blockunterricht hat, also mehrere Wochen hintereinander. Wenn man studiert, wird man dann wahrscheinlich ein hohes Tier irgendwann mal. Was wünscht man sich für die Zukunft? Oje, erstmal den Bachelor natürlich zu bekommen. Vielleicht ohne B-Semester, das man wiederholen muss. Und danach, ja, auf jeden Fall einen guten Job bekommen. Wer weiß, vielleicht auch eine eigene Agentur mal eröffnen können oder so. Ja. Auch hier in der Umgebung dann einen Job bekommen oder ruft die große weite Welt? Eigentlich würde es mich schon weiter wegziehen. Also erstmal vielleicht eine größere Stadt in Deutschland und dann USA wäre natürlich super. Was kann man denn den Mädels da draußen sagen? Es ist doch generell jedes Magazinbild von den schönen, hübschen, prominenten, reichen Frauen bearbeitet. Das ist doch nicht die Realität, oder? Also ich denke schon, dass jedes Bild irgendwo bearbeitet wird und die Realität ein bisschen ausgetrickst wird. Also das stimmt auf jeden Fall. Das heißt, man kann so auch jetzt von eurer Männerseite mal sagen, es ist nicht immer ganz alles echt, was man sieht. Ja. Dankeschön. Es reicht schon. Habt ihr Lust, eine Ausbildung in diesem Genre zu machen? Dann schnell bewerben. Bei uns war's das schon wieder. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal und wie immer schön fresh bleiben. Eure Tiffany Borosch.